Es ist noch etwas früh am Morgen, die Messe hat noch nicht geöffnet und der Helle kommt einfach nicht aus dem Bett. Jetzt müssen wir doch mal schauen, ob er leicht, es tut sich was, er wacht auf. Dann wollen wir doch mal schauen. Ja, auch schon aufgewacht. Guten Morgen. Guten Morgen von der CMD 2020. Die CMD geht jetzt gleich los. Wir haben kurz vor 10 Uhr. Und die meisten CMD-Besucher, die stehen schon im Stau auf der Autobahn oder suchen gerade einen Parkplatz. Und wir werden jetzt erstmal frühstücken. Dann machen wir uns in Ruhe fertig. Und dann gehen wir gemütlich und ausgeruht in die CMD. Und es ist auch der schönste Weg für uns, so eine Messe zu besuchen. Wenn ihr das auch so machen wollt, dann braucht ihr ein Wohnmobil dazu. Und bevor ihr ein Wohnmobil habt, müsst ihr erstmal eins kaufen. Und wir wollen euch jetzt ein paar Tipps geben, die man beachten sollte, bevor man sich ein Wohnmobil kauft. Denn vor dem Kauf hat man mehr Verhandlungsspielraum als nach dem Kauf. Und ich ziehe mich jetzt an. Und nach dem Intro geht's los. So, also wir wollen jetzt hier ein Video drehen, wo wir euch ein paar Tipps geben. Dinge, die man nicht so im Fokus hat, aber die man vorm Kauf beachten sollte. Und da stehen wir jetzt zum Beispiel vor einem Frangia, das sind sehr hochwertige Fahrzeuge. Frangia war ja auch eine Marke, für die wir uns damals sehr interessiert haben. Was wir bei unserem Kauf oder beim Kauf unseres Wohnmobils nicht berücksichtigt haben, das war die Öffnungsqualität der Türe. Wir stehen jetzt hier vor einem 190.000 Euro Fahrzeug. Und wie ihr seht, diese Heckgaragentür lässt sich genau um 90 Grad öffnen. Das ist jetzt hier zwar so und so eine kleine Heckgarage, aber in der Heckgarage sind in der Regel auch die Fahrräder untergebracht. Das heißt, das Fahrrad wird ausgezogen, hier ist der Auszug und zwischen Türe und Auszug muss dann das Fahrrad reingestellt werden. Wenn die Tür sich nur um 90 Grad öffnen lässt, muss man sich mit dem Fahrrad dazwischen quälen. So geht es uns, weil auch unsere Tür lässt sich nur um 90 Grad öffnen. Es gibt andere Beispiele wie den Morello, da blenden wir mal ein paar Bilder ein. Den Morello, der lässt sich mit 180 Grad öffnen, aber es muss kein Morello sein, um 180 Grad eine Tür aufzubekommen. Es gibt auch Hersteller, die günstiger anbieten und bei denen auch die Tür sich komplett öffnen lassen. Wir halten das schlichtweg für einen Konstruktionsmangel, wenn sich eine Garagentür nur um 90 Grad öffnen lässt. Ja, es hat schon seine großen Vorteile, wenn sie sich weiter öffnen lässt. Logisch. Auf jeden Fall. Und das logisch. Achtet man und meistens nicht. Also man sollte da darauf achten und dann muss man sich halt entscheiden, ist einem das wichtig oder nicht. Oder lässt man es umbauen oder nicht. Mhm. Denn vor dem Kauf hat man die Möglichkeit, solche Konstruktionsmängel auch noch beseitigen zu lassen. Sogar ein Leica, der ja auch zur Hümer-Gruppe gehört, lässt sich um 180 Grad öffnen. Ja, und der Hümer selbst nicht. Es müssen auch nicht unbedingt zwingend 180 Grad sein, wie zum Beispiel der Karthago, der sich nur um ca. 120 Grad öffnen lässt. Auch das ist schon hilfreich, aber 90 Grad hier Frangia bei einem 190.000 Euro Fahrzeug geht eigentlich nicht. Nee, sollte nicht sein. Für uns wäre es ein Ausschlusskriterium, dieses Fahrzeug zu kaufen. Ja. Nach unserer heutigen Erkenntnis natürlich. Richtig. Wie wir uns damals interessiert haben für den Wohnmobilkauf vor 2 Jahren oder vor 2,5 Jahren. Wir haben auf der CMD vor 3 Jahren gekauft. Da haben wir an diese Problematik noch gar nicht gedacht. Mhm. Und euch wollen wir es deswegen schon vor eurem Kauf aufzeigen. Genau. Jetzt haben wir Frank ja gerade kritisiert, was die Öffnungsbreite oder Länge oder Qualität angeht, der Hecktüre. Jetzt müssen wir bei Frank ja auch mal loben, denn wichtig ist oftmals auch, dass man eine zweite Toilettenkassette mitführt und da ist Frank hier praktisch beispielhaft. Vielleicht kann die Ossi mal die Hecktüre aufmachen und da sieht man, bei Frank hier ist generell eine zweite Kassette mit untergebracht. Man sieht es hier,
Da ist also die zweite Kaselle. Und nicht nur, dass die schön sauber und sicher verstaut ist, sondern Fahrangier bietet auch eine Öffnung an, die jetzt hier allerdings verschlossen ist. Aber man sieht es an dieser kleinen Öffnung. Da kann man dann die Toilette, die zweite Kassette entnehmen und die volle erste Kassette reinstellen. Bis man praktisch die Möglichkeit hat, sie zu entleeren. Ja, bei unserem Wohnmobil, wir führen auch eine zweite Kassette mit, haben sie allerdings in 2 Jahren noch nie benutzt. Ja. Aber es ist trotzdem gut, die dabei zu haben, natürlich vor allem, wenn man viel im Ausland unterwegs ist. Ja, oder wenn man viel frei steht. Ja, aber wir haben die Möglichkeit, haben die in unser Regal, was wir in die Heckgarage eingebaut haben, da haben wir das untergebracht. Besser ist natürlich so eine Lösung von Haus auf und dann, wie es Frank ja macht, das ist also sehr gut. Ja. Und da würde ich auch drauf achten, wenn ich mir ein neues Wohnmobil kaufe. Wichtiges Kriterium. Obwohl ich gar nicht weiß, ob das noch mehrere Anbieter im Sortiment haben. Wir haben jetzt beispielhaft Frankia angeführt. Ja. Wir können nicht alle Anbieter durchgehen. Nein, natürlich nicht. Wisst ihr ja selber, viele Leute gibt es ja auch, die sagen, das ist mir gar nicht wichtig. Ja, das sind ja eigentlich alles nur unsere eigenen Empfindungen. Eben. So, jetzt stehen wir hier bei der Firma Alte. Und Alte und Truma, das ist ja eine Firma, eigentlich gehört es zu Truma. Alte ist mittlerweile ja Tochter von Truma. Und da ist eins zu achten, es gibt ja hier diese Außentemperaturanzeige. Wir haben, weil da auch steht Heizungsausfall oder Ventilatorausfall, da haben wir ein separater Video dazu gedreht, ja, erste Hilfe beim Heizungsausfall. Aber diese Temperaturanzeige, die wir euch zeigen wollten, die Innentemperatur, die ist serienmäßig in jedem Fahrzeug dabei, die Außentemperatur jedoch nicht. Wenn ihr die nach dem Kauf nachrüsten lasst, kostet euch das ein paar hundert Euro. Wenn ihr das vor dem Kauf sagt oder euch bestätigen lasst, dass das inklusive ist, dann wird es euch kostenlos eingebaut. Nur so ein kleiner Hinweis, eine Außentemperaturanzeige, die auch dann funktioniert, wenn der Motor nicht eingeschaltet ist, ist im Wohnmobil äußerst sinnvoll. Ja, ich finde das ganz wichtig. Denn gerade, ich meine, ihr Frauen oder so könnt es bestimmt nachvollziehen. Wenn ich mich morgens anziehe, dann schaue ich mal, wie Grad haben wir es denn draußen, wie kalt oder warm. Und dementsprechend fällt dann halt auch die Garderobe aus. Richtig. Und eben bei der Heizung macht es ja Sinn, dass man die Außentemperatur auch sieht. Ja, klar. Also darauf achten. Bei Bestellung der Heizung Außentemperaturanzeige bestätigen lassen, dass die auch mit eingebaut ist. Für den Hersteller nur eine Kleinigkeit, vorm Kauf, nach dem Kauf für euch eine teure Sache. Genau so ist es. Was aber als Tipp für den Neuwagenkauf gilt, denn solche Schränke haben ja sehr viele Wohnmobile und über Schrankfächer sind viele Leute unterschiedlicher Meinung. Aber vor dem Bestellvorgang ist es kein Problem zu sagen, ich möchte ein zusätzliches Brett. Nach dem Bestellvorgang kostet so ein zusätzliches Brett dann überproportional viel Geld. Das gleiche gilt für den Kühlschrank. Hier sieht man, auch hier sind nur 3 Fächer eingebaut. Und wenn man sagt, man möchte hier ein viertes, das kostet vor dem Bestellvorgang gar nichts. Und wenn man das Fahrzeug bestellt hat, ist man da wieder mit einem gewissen Opulus dabei. Also auch das soll überlegt werden, wo brauche ich noch ein Brett, eine Kleiderstange oder sonstige Kleinigkeit. Das lässt sich ganz schnell mit auf den Auftrag stellen und wird dann gratis mit dazu geliefert. Jetzt sitzen wir hier im wunderschönen Cockpit vom Morello. Und da muss ich sagen, da fällt mir etwas auf, was nicht normal ist und was einfach eigentlich eine einfachere Lösung ist als bei den meisten Wohnmobilen, nämlich die Fensterheber. Man sieht, der Morello hat jetzt hier mechanische Fensterheber verbaut. Das heißt, ich kann hier ganz normal, wenn ich stehe, das Fenster öffnen. Jetzt geht es aus irgendeinem Grund nicht oder nur schwergängig und ich will ja das Fahrzeug nicht beschädigen. Auf jeden Fall ist kein elektrischer Fensterheber da. Man sitzt in seinem Wohnmobil, der Motor ist abgeschaltet und auf einmal kommt jemand zum Seitenfenster hergelaufen, klopft dann an und
Man möchte natürlich als höflicher Mensch darauf reagieren, drückt den Schalter für den elektrischen Fensterheber und nichts tut sich. Blöde Situation. Derjenige denkt, warum macht ihr dann das Fenster nicht runter? Gut, hat man die andere Alternative, man macht die Tür auf, aber da ist dann meistens noch ein Zusatzschloss verbaut, dann muss man das erst aufdrehen, außerdem geht die Tür nicht so ohne weiteres auf. Da man sieht schon, die Ursi wird schon ungeduldig, dann kann man noch ans Seitenfenster hingehen, ja, aber auch das erfordert Verrenkungen und die Ursi denkt, ich will jetzt nicht mit ihr reden. Dafür gibt es einen einfachen Trick, man lässt sich einfach einen Fensterheber einbauen, der auch runtergeht, wenn der Motor ausgeschaltet ist. Gell, Ursi? Jawohl. Bessere Lösung, oder? Ist eine bessere Lösung. Wir ja. haben Flugzeug über Stuttgart. Ja, und das kann man also alles noch vom Wohnmobilkauf verhandeln. Ich weiß, dass viele Händler das nicht gerne machen. Ich weiß auch, dass das manche Händler vielleicht auch gar nicht machen können. Aber es funktioniert, das habt ihr jetzt an unserem Beispiel gesehen. Wir haben uns das von der Firma Hümer einbauen lassen. Wir nutzen das nicht oft, aber gerade im Sommer immer wieder und sind sehr zufrieden damit. Also mit dem Wohnmobil an sich ist es ja nicht getan. Denn wenn man das erstmal hat, dann braucht man auch noch das eine oder andere Detail. Zum Beispiel braucht man eine Lösung für die Heckgarage. Hier bei der Firma Remectro haben wir so eine Lösung für die Heckgarage. Was auf jeden Fall berücksichtigt werden sollte, ist, dass man genügend von diesen Ösen sich vom Händler dazugeben lässt und dass man dann weiß, was für Möglichkeiten das es gibt, noch so ein zusätzliches Regalsystem mit einzubauen. Hier auf der Messe in Stuttgart, CMD, ist ja in der Halle 20 ein schönes Beispiel mit der Firma Remectro. Das war falsch. Nicht auf der CMT in der Halle 20, sondern die CMT 20, Halle 7. Ja? Auf der CMT 2020 in der Halle 7 ist ein schönes Beispiel von der Firma Remectro. Und mit der Firma Remectro oder von der Firma Remectro das Regalsystem haben wir auch schon mal vorgestellt in einem Video. Das tun wir oben. Verblendet. Blende mal ein. Wo, rechts? Ja, ja, links. Hier steht's. Ja, also da, wo jetzt was aufblinkt, da ist es verlinkt, ja. So, jetzt haben wir uns als Gast bei der Firma Niesmann und Bischof eingeladen. Aber auch das, was wir zu sagen haben, hat mit der Firma Niesmann und Bischof nichts zu tun. Nein. Wir haben auch dieses Jahr von Niesmann und Bischof kein Fahrzeug vorgestellt, aber an den Vorgängermessen, also unter unserem Fahrzeugvorstellung, da findet er auch Niesmann und Bischof. Wir wollen noch kurz das Thema Garantiedichtigkeit ansprechen. Also wichtig ist, dass ihr die Dichtigkeitsprüfung jedes Jahr macht bei eurem Fahrzeug. Und es gibt dann eine Dichtigkeitsgarantie, die bei manchen Herstellern, bei unseren Hümer ist es so, auf 6 Jahre liegen. Mhm. Bei manchen Herstellern auf 10 Jahren. Ich glaube, bei Rapido ist es so. Und auch bei vielen anderen Herstellern. Also umso länger die Dichtigkeitsgarantie ist, umso sorgloser könnt ihr damit umgehen. Wichtig ist nur, dass man dann immer darauf achtet, dass auch jedes Jahr die Dichtigkeitsprüfung gemacht wird. Das ist einfach wichtig, dann sollte man die mal nicht machen und hat danach ein Problem mit der Dichtigkeit, dann habt ihr ein richtiges Problem. Ja, weil dann eben einfach nicht kostenlos nachgebessert wird. Die Dichtigkeitsprüfung hat also nicht nur den Vorteil für euch, sondern auch für den Händler. Denn so schnell kann der kein Geld verdienen, wie er eine Dichtigkeitsprüfung verdient. Das sind ein paar Handgriffe und dann sind 100 Euro abkassiert. Aber spielt keine Rolle, die 100 Euro... Sollte man investieren, ja. Ja, auf jeden Fall einmal im Jahr. Und dann gibt es das zweite Thema noch, wie lange brauche ich die Garantie aufs Wohnmobil? Wir können ganz klar sagen, wir würden uns wieder ein neues Wohnmobil kaufen. Wenn man das wirtschaftlich machen kann, sollte man das auch tun. Denn man kann erstens schon einen Rabatt heraushandeln. Aber es ist, die Ossi fragt schon wieder, weil sie den Gedanken nicht vorauslesen kann. Nein, wir sind mit der Garantie. Die Garantie hat einfach, dass man hat die Garantie nur bei einem Neufahrzeug, nicht bei einem Gebrauchtfahrzeug. Ach so, und, okay. Es ist standardmäßig eine 2-jährige Garantie. Es gibt dann Firmen, die bieten eine Garantieverlängerung an. Auch die Firma Hümer hat es angeboten. Wir haben diese nicht genommen, kostet fast 4.000 Euro. Und die
haben wir nicht genommen und die brauchen wir auch nicht. Denn für 4.000 Euro lässt sich vieles reparieren. Mhm. Und als zweites muss man sagen, wenn man die 2 Jahre nutzt, die man Garantie hat, da sind alle Kinderkrankheiten aufgefallen und man hat genügend Zeit gehabt, die beheben zu lassen. Man braucht diese Verlängerung nicht, es sei denn, man ist auf 4.000 Euro nicht angewiesen, dann kann man es natürlich machen. Aber das ist eine Entscheidung, die jeder selber für sich treffen muss. Ja, und sollte man sich nur im Fokus haben, dass man an sowas auch denken sollte. Mhm. Genau. So, jetzt stehen wir hier bei Morello. Aber das, was wir noch zu sagen haben, das hat nicht nur mit Morello zu tun. Nein, überhaupt nichts. Das geht allgemein. Nur hier ist halt ein wunderschönes Ambiente mit wunderschönen Fahrzeugen. Ja. Und deswegen stehen wir jetzt einfach da. Mhm. Also, was wir für ganz, ganz wichtig halten beim Wohnmobilkauf, das ist die Kompetenz der Verkäufer. Ja. Unterschätzt ist nicht eine schlechte Beratung, die kommt euch unter Umständen teuer zu stehen. Achtet darauf, wie kompetent euer Verkäufer und auch wie kompetent euer Händler ist. Gerade im Garantiefall für Garantieleistungen ist der Händler zuständig. Einen Händler, der keine Stimme hat bei seinem Hersteller, der kann euch auch nicht so gut bedienen wie ein Händler, der eine große Stimme hat und natürlich dann auch, ihr müsst selber wissen, wie ihr den Händler einschätzt, von Servicequalität etc. Vorm Kauf äußerst wichtig, darauf zu achten. Ist natürlich nicht sehr einfach, da jetzt jemand kompetent, also zu wissen, wer ist jetzt wirklich kompetent oder ist. Vermutlich muss man sich da nach einem Bauchgefühl gehen, oder? Ja, natürlich. Mhm. Objektive Kriterien gibt es nicht. Jeder gibt ein freundliches Gesicht vor und nach dem Kauf schaut es oftmals anders aus. Und dann seht ihr im Hintergrund, seht ihr diese Verhandlungstische, ja, die eigentlich an jedem Stand vorhanden sind. Und ich sag mal, an diesen Verhandlungstischen, da ist schon sehr viel Geld und sehr viel Serviceleistung liegen geblieben. Denn wir sind ja freie Marktwirtschaft hier in Deutschland oder auch wenn man sagt soziale Marktwirtschaft. Auf jeden Fall Marktwirtschaft, da gibt es keine festen Preise, auch wenn die überall festgeschrieben sind. Es gibt einen Listenpreis und dann gibt es einen Preis, den man bezahlt. Und dazwischen liegen immer Unterschiede. Wer ein Wohnmobil neu kauft und zahlt den Listenpreis, den kann ich hundertprozentig sagen, er hat zu viel bezahlt. Denn in diesem Listenpreis ist immer ein Nachlass einkalkuliert. Wie hoch der Nachlass ist, das hängt A von eurem Verhalten ab, das hängt aber auch unter Umständen von der Firma ab. So genau haben wir die Markttransparenz nicht. Es sind auf jeden Fall immer deutlich mehr Prozente drinnen, als euch aus dem Stegreif heraus angeboten werden. Mehr wollen wir jetzt dazu nicht sagen. Können wir ja auch nicht. Ja, eigentlich. Es liegt an eurem Verhandlungsgeschick. Vor allen Dingen liegt es daran auch, ob ihr eine Alternative habt, ob ihr versessen seid, dass ihr sagt, ich muss dieses Fahrzeug haben oder ich habe eine Auswahlmöglichkeit. Und dann ist automatisch auch der Verhandlungsspielraum größer, wenn man nicht auf eine Marke oder auf ein Fahrzeug festgelegt ist. Das zu dem Thema. Das war jetzt unsere Erfahrung mit dem Umgang vom Wohnmobilkauf. Das waren ein paar kleine Tipps. Ob ihr sie beherzigen wollt oder könnt, das liegt an euch. Unsere Erfahrung ist so, die vor den Fahrzeugen, vor denen wir gestanden haben, die waren natürlich nicht repräsentativ für die Empfehlungen. Die haben damit gar nichts zu tun gehabt. Das war reiner Zufall, dass wir uns an diese Fahrzeuge hingestellt haben und genauso von den Händlern. Also das betrifft alles. Es stehen hier, wie viel? Ja, es stehen hier über 1200 Fahrzeuge. Ja, und es war also reiner Zufall. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir eine Marke sagen wollen, die ist schlecht oder die ist gut. Wir haben nur ein paar Kriterien aufgezeigt und auch da natürlich keine Vollständigkeit. Macht euch selber ein Bild. Das waren nur ein paar Tipps von uns. Ja, auf diese Sachen würden wir jetzt halt besonders achten, wenn wir ein neues Fahrzeug kaufen würden. Richtig. Mhm. So, und wenn es euch gefallen hat, wenn euch die Tipps hilfreich waren, dann schreibt uns gerne einen Kommentar. Wir antworten auch in der Regel immer drauf. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann ignoriert es einfach. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen da. Und wenn es nicht gefallen hat, schaltet einfach ab. Ja, genau. Wer uns eine 10 mag, der schaltet einfach nicht an. Ja, so ist es am einfachsten. So ist es unbeschwert für euch und auch für uns. Und wenn es gefallen hat, der kann einen Daumen da lassen. Ja, also und jetzt wünschen wir euch noch
viel Spaß auf der Messe, wenn ihr herkommt. Ja. Und habt eine gute Kaufentscheidung. Lasst euch Zeit. Macht nichts überstürzt. Schlaft lieber noch mal ein, zwei Nächte drüber. Probefahren vorher. Auf jeden Fall mit dem Typ von Fahrzeug, den ihr euch raussucht. Ja. 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 So, und eigentlich war es das schon jetzt, oder? Ja, ansonsten ist es immer eine schöne Sache, im Beruf hier unterwegs zu sein. Gibt nichts Schöneres. Ciao. Tschüss. Ciao.